Hallo, herzlich willkommen bei Mintnetz, der Plattform für alle, die sich für deutsche Minderheiten und das östliche Europa interessieren. Heute ein Interview zu einem Thema, das in den deutschen Medien entweder eher selten oder wenn, dann mit negativen Schlagzeilen in Erscheinung tritt. Russlanddeutsche und die deutschen Minderheiten im postsowjetischen Raum. Eigentlich gelten ja Russlanddeutsche heute als Paradebeispiel gelungener Integration. Das Bild ist aber mehrschichtig. Wer ist eigentlich gemeint, wenn wir von den Deutschland-Russland-Deutschen sprechen? In welcher Verbindung stehen sie zu den deutschen Minderheiten? Und warum haben wir es in Deutschland eigentlich immer noch mit einem ganz schönen Wissensdefizit zu tun? Darüber spreche ich heute mit Edwin Wakentin, dem Kulturreferenten am Museum für Russland-Deutsche Kultur aus Detmold. Edwin Wakentin wechselte 2018 von Berlin nach Detmold, um eben dieses neue Kulturreferat zu übernehmen. Er studierte Geschichts- und Literaturwissenschaften und war als Referent für den Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Herrn Dr. Christoph Bergner, tätig. Hallo Edwin. Hallo Karoline. Edwin, was ist eigentlich dein persönlicher Bezug zu diesen Aufgaben und woraus speist sich deine Motivation, sich für das Thema einzusetzen? Die Motivation speist sich eigentlich aus dem Bedürfnis, über die Russlanddeutschen mehr zu erzählen, über die Geschichte von mehr als 3 Millionen Mitbürgern hier in Deutschland und wie du auch schon in den einführenden Worten erwähnt hast, fehlen da weitgehend die Kenntnisse über so viele Mitbürger hier in Deutschland. Man muss sich nur überlegen, ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt hat weniger Einwohner, als es russlanddeutsche Spätaussiedler in Deutschland gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der persönliche Bezug, der familiäre Bezug. Ich selbst bin in der Sowjetunion geboren, in Kasachstan und 1994 mit meiner Familie nach Deutschland ausgesiedelt. Ich hatte eine besondere, eine interessante Kindheit insofern, als dass ich Sohn von Schauspielern bin, die an dem einzigen deutschsprachigen Theater in Kasachstan beschäftigt waren. Und diese Institution war insofern besonders, als dass sie als einzige öffentlich geförderte Einrichtung der Russlanddeutschen so ein Dreh- und Angelpunkt war für die kulturellen Belange, für die politischen Initiativen, für die gesellschaftlichen Bewegungen, die die Russlanddeutschen damals in der späten Sowjetunion auch entfaltet haben. Du hast gerade die Wissensdefizite in Deutschland angesprochen. Was habt ihr denn dem entgegenzusetzen? Welche Initiativen und welche Projekte gibt es? Ja, das Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte ist bereits vor 25 Jahren entstanden und war von Anfang an als Ort der Vermittlung gedacht. Also keine klassische Heimatstube, kein Ort für nostalgische Gefühle für Betroffene, sondern es war eben ein Bildungsort und für die Aufklärung über die Hintergründe, über die Motivationen der Menschen, die damals Anfang und Mitte der 90er Jahren in großen Wellen nach Deutschland ausgesiedelt sind. Tatsächlich sind die Kenntnislücken hier in unserer Gesellschaft relativ groß. Also ein Beispiel würde ich nennen, und zwar die bekannten Informationen für politische Bildung, der Bundeszentrale für politische Bildung, haben erst letztes Jahr ein aktualisiertes Heft herausgegeben und die Ausgabe davor war aus dem Jahr 2000. Die Literatur darin, die verwendete wissenschaftliche Literatur, war im Durchschnitt etwa auf dem Stand Anfang der 90er Jahre. Das heißt, diese Grundlage für den Schulunterricht zum Beispiel, die ja sehr oft auch in den Schulen benutzt wird, war heillos veraltet und insofern waren diese Informationen auch nicht mehr aktuell. Zum anderen fehlen in der Breite der Gesellschaft und in der Kultur auch Beiträge, relevante Beiträge, Filme oder auch größere Ausstellungen oder auch bewegende Romane, diese Geschichte auch zum Inhalt haben. Und es hat natürlich viele Gründe, warum. Hat zum größten Teil auch mit der Repressionsvergangenheit dieser großen Gruppe auch zu tun.
ein weitestgehender Sprachverlust, auch der Verlust der Mitteilungsfähigkeiten über sich, aber auch Kenntnisse über sich. Weil über Jahrzehnte gab es keine Möglichkeiten, selbst für die Russlanddeutschen, sich über ihre Herkunft, über ihre Gruppe zu informieren. Insofern gab es auch wenig Werkzeuge und Mittel und Informationen, die man hätte auch an die breite Öffentlichkeit, an die Mehrheitsgesellschaft geben können. Heißt das dann, dass den Russlanddeutschen eine Gruppenidentität fehlt? Es gibt eine bestimmte Gruppenidentität, die vielleicht so einen gemeinsamen Nenner ausmachen könnte. Und zwar, das ist die Migrationserfahrung der aus der letzten, aus der neueren Vergangenheit. Das heißt, das, was man persönlich erlebt hat. Das ist so die Gruppenidentität. Die Kollektiverinnerung, soweit es im kommunikativen Raum der Familie möglich war, der streckt sich ja normalerweise über drei Generationen, also Eltern, Großeltern, die man kennengelernt hat. Diese Erinnerung erstreckt sich so bis in die, sagen wir mal, in die Zeit des Zweiten Weltkrieges und der Jahrzehnte danach. Die Erinnerung, die es davor gab, also das, die Erinnerungskultur der Gruppen, dazu werden wir später auch nochmal sagen, wer die Russlanddeutschen sind, diese Erinnerung unterbricht mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, also etwa 1941 mit den großen Deportationen. Und die Erinnerung an die Zeit davor, an die Zeit der Kolonisten, an die Zeit der, der privilegierten russischen deutschen Siedler im Russischen Reich, diese Kenntnis fehlt weitestgehend in dieser Gruppe. Und das Museum versucht eben dieses Wissen, diese Wissenslücken auch zu kompensieren. Und das Kulturreferat, also die Institution, die ich leite, durch das Kulturreferat versuche ich auch in verschiedenen Formaten, Lesungen, in Theaterprojekten, in Filmprojekten eben, die dieses Thema auch beinhalten, das an die breite Öffentlichkeit auch zu geben. Ein Aspekt würde ich gerne noch mit erwähnen, und zwar in den breiten Diskursen in Deutschland zu Themen Flucht und Vertreibung oder auch Themen der Migrationsgesellschaft fehlen meistens zum größten Teil die Themen der Russlanddeutschen. Aus verschiedensten Gründen. Ein Grund würde ich gerne mal anführen, und zwar, als die meisten Aussiedler aus der Sowjetunion beziehungsweise aus der gerade zerfallenen Sowjetunion nach Deutschland ausgesiedelt sind, gerieten sie in eine Zeit kurz nach der Wende. Deutschland war sehr mit sich selbst beschäftigt, mit der Wiedervereinigung. Und man darf auch nicht vergessen, Anfang der 90er Jahre gab es auch ein großes Migrationsgeschehen im Zusammenhang mit den Balkankriegen. Insofern waren die Russlanddeutschen eigentlich nur ein Teil dieses großen Geschehens Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und insofern sind sie auch nicht unbedingt bei den großen Debatten über Migration und Integration damals aufgefallen. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast es eben angesprochen, was besagt dieser Terminus Russlanddeutsche? Wer ist damit gemeint und wird diese Begrifflichkeit der Komplexität gerecht? Welche Schwierigkeiten sind mit dem Terminus Russlanddeutsche verbunden? Der Begriff Russlanddeutsche ist ein künstlicher Begriff. Das ist eigentlich nur ein Notbehelf gewesen, um eine größere Gruppe von Deutschstämmigen zu beschreiben, die auf dem Gebiet des früheren Russischen Reiches, der Sowjetunion und heute der postsowjetischen Staaten gelebt haben und leben. Dieser Begriff umfasst eine Vielfalt an Identitäten und Herkünften. Also es gibt den Russlanddeutschen in dieser Hinsicht eigentlich nicht. Zwei Sachen muss man unbedingt über Russlanddeutsche wissen, um das zu verstehen. Und zwar die heutigen Spätaussiedler oder beziehungsweise die Familien der Spätaussiedler, die in Deutschland leben, die stammen von deutschen Kolonisten im Russischen Reich zum größten Teil ab, die damals von den russischen Zaren, namentlich angefangen mit Katharina der Großen, ab 1763 nach Russland eingeworben wurden, um bei der Kolonisierungspolitik des Russischen Reiches eine bestimmte Rolle zu erfüllen, eine Rolle der freien Siedlerbauern. Diesen
dieses Privileg genossen sie über 100 Jahre bis 1871 und später wurden sie Untertanen des Russischen Reiches. Das ist das eine. Das andere, was man über sie unbedingt wissen muss, ist, dass sie aufgrund ihrer deutschen Herkunft im 20. Jahrhundert weitestgehend schweren Repressionen ausgesetzt waren. Und dieses Kriegsfolgenschicksal berechtigte sie auch nach Deutschland auszusiedeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg erklärte sich die Bundesrepublik Deutschland solidarisch diesen Menschen gegenüber, die ohne ihr Verschulden von Stalin in der Sowjetunion in Kollektivhaft genommen worden sind für den verbrecherischen Überfall Hitlers auf die Sowjetunion. Und insofern ist das das Kriegsfolgenschicksal plus ihre deutsche Herkunft, was sie berechtigt hat, nach Deutschland als Aussiedler zu kommen. Wie arbeitet ihr denn mit der deutschen Minderheit in Russland zusammen? Also es gibt ja noch die Deutschstämmigen, die bis heute in Russland leben. Das Kulturreferat hat einen Auftrag von der Beauftragung der Kultur und Medien, sich auch um die kulturellen Vermittlungsprojekte der Selbstorganisationen zu kümmern, sie zu beraten und zu fördern. Selbstorganisationen sowohl hier in Deutschland, das ist die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland zum Beispiel, aber auch die Landsmannschaft Warte Weichsel, wo die Wolinien- und Galiziendeutschen vereinigt sind, aber auch Zusammenarbeit mit den Organisationen der deutschen Minderheit in den Herkunftsgebieten, und zwar in der Russischen Föderation, in der Ukraine, in Kasachstan, also da, wo es noch diese deutsche Minderheit gibt. Darüber hinaus aber auch Projekte zum deutschen Kulturerbe, zum Erbe dieser deutschen Kolonisten oder der Russlanddeutschen, auch zum Beispiel im Südkaukasus oder anderen Gegenden, in denen die Russlanddeutschen gelebt haben. Gerade eben, die letzten zwei Tage, hatten wir gemeinsam mit dem Internationalen Verband der Deutschen Kultur, also der zentralen Dachorganisation der Russlanddeutschen in der Russischen Föderation, ein kulturhistorisches Seminar durchgeführt im Online-Format, in dem wir verschiedene Methoden oder gute Beispiele für Projekte besprochen haben und Rezepte besprochen haben, wie solche gute Projekte der kulturellen Vermittlung russlanddeutschen Themen in den jeweiligen Ländern angeht und in die Gesellschaft trägt. Das war zum Beispiel ein Projekt der Zusammenarbeit mit der deutschen Minderheit in der Russischen Föderation. Darüber hinaus gibt es auch Projekte mit dem Rat der Deutschen in der Ukraine. Zum Beispiel eine Expedition sollte jetzt stattfinden im September. Die konnten wir aufgrund von Corona nicht durchführen, aber wir haben versucht, diese Expedition, soweit es geht, virtuell durchzuführen. Das heißt, meine Kollegen sind dann durch Wolinien gereist und haben mich dann jeweils dann zugeschaltet mit ihrem Smartphone und haben dann in den einzelnen Heimatsammlungen in tiefsten Wolinien dann die Bestände mir gezeigt und wie haben sie dann besprochen, inwiefern sie interessant sind für eine Präsentation als deutsches Kulturerbe. Was ist es denn, dass deiner Meinung nach die Russlanddeutschen in Deutschland und die deutschen Minderheiten im postsowjetischen Raum trennt bzw. heute eint? Naja, was einfacher ist zu sagen, was sie eint, das ist auf jeden Fall das gemeinsame Kulturerbe, die gemeinsame Vergangenheit, bestimmte Teile der Erinnerungskultur, soweit sie rekonstruierbar sind oder noch vorhanden sind. Das ist das faktische Kulturerbe, das, was man heute zum Beispiel im Wolga-Gebiet findet oder was in der südlichen Ukraine im Gebiet Odessa oder Zaporizhia findet oder auch im Südkaukasus zum Beispiel. In Aserbaidschan oder in Georgien. Das ist das, was uns auf jeden Fall eint. Das ist das Thema, mit dem wir alle arbeiten. Was wahrscheinlich die Russlanddeutschen hier und drüben trennt, aber wenn ich von hier spreche, dann muss ich natürlich auch die russlanddeutschen Auswanderer nach Nord- und Südamerika meinen, weil die beschäftigen sich auch mit dem gleichen Kulturerbe. Das sind natürlich die zeitlichen Dimensionen. Also die meisten russlanddeutschen Spätaussiedler leben im Durchschnitt seit 30 Jahren hier in Deutschland. Die haben sich natürlich hier in Deutschland integriert und haben sich auch dem hiesigen westlichen, liberalen, demokratischen System, Gesellschaft angepasst, eingelebt. Und ihre Verwandten oder ihre Freunde, Nachbarn, die dort geblieben sind, die sind natürlich die letzten 30 Jahre in dem
ja, in den jeweiligen Systemen und Gesellschaften haben sich dann weiterentwickelt oder weiter sozialisiert. Insofern gibt es, ist es das schon mal das Trend. Auf jeden Fall auch die Entfernung. Man darf nicht außer Acht lassen, dass die postsowjetischen Staaten, ausgenommen die baltischen Republiken, sind auch nicht in der Europäischen Union. Das heißt, die Reisefreizügigkeit ist jetzt nicht so gegeben wie zum Beispiel bei den Aussiedlern aus Polen oder aus Rumänien. Es ist nicht einfach so, ohne weiteres mal spontan mal in sein Heimatdorf zu fahren und da seine Verwandten zu besuchen oder an einem kulturellen Event mal teilzunehmen. Es ist sehr, sehr aufwendig, dahin zu reisen. Die meisten haben die Staatsbürgerschaften nicht mehr, sodass sie dann natürlich auch Visa beschaffen müssen. Es ist auf jeden Fall, die Hürden sind viel höher als jetzt bei den anderen Aussiedlergruppen. Und sowas, was man zum Beispiel von Siebenbürger Sachsen kennt, mit dem Begriff Sommersachsen, ne? Sowas gibt es eigentlich bei den Russlanddeutschen nicht. Und die meisten, ich muss auch noch dazu sagen, die meisten haben tatsächlich auch mit ihrer Vergangenheit auch abgeschlossen und ganz bewusst auch eine Trennlinie gezogen zu dem vergangenen Leben. Und es hat auch, natürlich hat es auch was mit dem Repressionsschicksal zu tun, weil wenn wir überlegen, das ist eben die Großelterngeneration, die Kasachstan, Sibirien oder auch andere östlichen Gegenden der früheren Sowjetunion nicht als ihre Heimat wahrgenommen haben, sondern das war für sie dann doch die Wolga und die Südukraine. Und wenn man heute an ein bestimmtes Heimatbegriff bei den Russlanddeutschen denken würde, dann käme man schon in schweres Grübeln, was denn so die Heimat und die Herkunft ist. Ja. Wenn du jetzt mit deinen Kindern sprichst, wie würdest du sie davon überzeugen, dass sie sich für das kulturelle und historische Erbe der Deutschen im östlichen Europa und eben im postsowjetischen Raum, warum sollten sie sich auch weiterhin damit beschäftigen? Was ist daran bereichernd für Deutschland? Wenn ich das jetzt subjektiv auf mich beziehe, dann kommen meine Kinder nicht drum herum, um sich damit zu beschäftigen. Sie sehen ja, womit sich der Vater beschäftigt und in welchem Museum er beschäftigt ist. Aber auch die Großeltern, die nach wie vor aktiv sind mit ihrem Theater. Ich denke mal, irgendwann werden die Kinder der Aussiedler automatisch auf diese Fragen kommen. Wo komme ich her? Was ist der Hintergrund meiner Familie? Warum ticken meine Eltern so und nicht so? Was muss ich wissen, um sie dann besser zu verstehen? Und es gibt mittlerweile auch eine sehr interessante Entwicklung in Hinsicht auf, wenn man das übertragen kann. Es gibt in den neuen Bundesländern gibt es ja diese Initiative der dritten Generation. Sowas Ähnliches gibt es aber noch nicht organisiert unter russlanddeutschen Spätaussiedlern, die sozusagen der Generation Y angehören, die in 90er Jahren sozialisiert sind, aber schon hier in Deutschland. Sie fangen jetzt aktiv an, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und es entstehen ganz interessante Initiativen, Projekte, die auch gesellschaftsfähig sind in der breiten Wirksamkeit auch dieser Projekte. Du hast es gerade angesprochen, dass Russlanddeutsche anders ticken. Was heißt das genau? Ich meinte die Elterngeneration oder die Großelterngeneration. Ich glaube, jede Familie, jeder Mensch kennt sowas wie Generationenkonflikte. Also wenn man dann versucht zu verstehen, warum die Großeltern, warum die Eltern so sind. Es gibt auch zunehmend hier in Deutschland gibt es ja auch diesen Umgang mit dem Begriff der Nebelkinder, also der Generation der Kriegsenkel. Wo sich dann Menschen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie erging es denn den Großeltern so während des Krieges? Welche Traumata haben sich dann perpetuiert und welche Traumata wurden dann weitergegeben an die nachfolgenden Generationen? Und wie gehe ich jetzt damit um? Was muss ich verarbeiten? Das meinte ich mit dem, dass man sich dann Fragen stellt, wie ticken denn die Eltern oder die Großeltern, was muss ich wissen, um sie zu verstehen und gleichzeitig auch mich zu verstehen. Ich glaube, das sind allgemeine Fragestellungen.
Um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, da hatten wir es mit dem Wissensdefizit in Deutschland. Wie würde denn deiner Meinung nach der Idealzustand nach 5 Jahren aussehen? Was sollte sich tun, damit dieser vielleicht Idealzustand erreicht wird? Also angesichts der Größe dieser Gruppe und der gesellschaftlichen Relevanz, alleine schon der Zahlen nach, vermisse ich nach wie vor das Vorhandensein der russlanddeutschen Themen in den großen Debatten über die bewegenden Themen in unserer Gesellschaft. Wie zum Beispiel, wir feiern oder wir begehen jetzt den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung und es kommen auch Beiträge im Fernsehen oder Diskussionen, Debatten, Bucherscheinungen, in denen das deutsch-deutsche Verhältnis auf den Prüfstand gestellt wird oder dass man sich Gedanken darüber macht, inwiefern sind wir dann zusammengewachsen zu einer Einheit oder ja, wie auch immer. Aber in der gleichen Zeit, 1990, 1991, 92, 93, sind Millionen von Aussiedlern aus den osteuropäischen Staaten nach Deutschland gekommen. Es hat hier auch eine Art von Wiedervereinigung stattgefunden, die aber bei den Debatten über Einheit kaum vorkommen. Ich würde mir wünschen, dass wir zum 35. Jahrestag der deutschen Einheit uns auch Gedanken darüber machen, wer ist denn damals sonst noch dazu gestoßen? Wie fühlen Sie sich denn heute in unserer Gesellschaft? Fühlen Sie sich denn hier akzeptiert oder mit ihren Erinnerungen, mit ihren Bedürfnissen, ob sie angekommen sind in der Mitte der Gesellschaft? Die faktische Integration, wie du schon eingangs gesagt hast, die wirft ja keine Fragen auf. Also im Grunde die letzten Untersuchungen, Studien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 2013, glaube ich, war die letzte große Studie, hat auch ergeben, dass da kaum Nachholbedarf ist, also in der Breite. Aber das Vorkommen der Erinnerungskultur, der Bedürfnisse, der kulturellen Bedürfnisse, das könnte natürlich noch mehr werden. Ich bin aber zuversichtlich in Hinsicht auf diese, sagen wir mal, dritte Generation oder die Kindergeneration der Aussiedler, dass wir auf jeden Fall in den nächsten 5 bis 10 Jahren diese Themen auch da finden, wo wir sie haben wollen. Edwin Wackentin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wie fühlt sich jemand, der nach Deutschland kommt, neu ankommt? Wie ist das Gefühl der Minderheiten? Darüber wollen wir weiter diskutieren. Wenn Sie auch Anregungen haben oder Kommentare, dann freuen wir uns unten im Chat und antworten gerne. Und bis zum nächsten Interview. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.